Wir sind Amara Vagana, ein kleiner Verein aus Wetter. Und uns gibt es seit 2011 und seitdem haben wir ungefähr 60 Mitglieder und machen ganz viele verschiedene schöne Projekte für die Kinder in Ghana. Wir freuen uns, dass wir an dem Projekt 2 Meter Kunst in Wetter teilnehmen dürfen und das Schaufenster der Bücherstube Draht nutzen dürfen. Unser Projekt heißt Kunst trifft Ghana. Und zwar machen wir für unsere treuen Unterstützerinnen und Unterstützer jedes Jahr ein Kalenderprojekt für die Spendenbereitschaft, die wir jedes Jahr erhalten. Und zwar bei jedem Besuch, den Katharina und Latif in Ghana machen, gibt es Fotos von dem Leben in Ghana. Das heißt, wir fotografieren die Landschaft, die Menschen, die Kinder, alles, was uns in Ghana am Herzen liegt. Und genau das sollen die Menschen, die uns in Deutschland unterstützen, eben auch mitbekommen, mit dem Kalender. Auch während der Corona-Pandemie haben wir unsere Schützlinge in Ghana natürlich nicht alleine. Wir haben Wasserspender aufstellen lassen mit Seife, Desinfektionsmittel, Mund-Nasen-Schutz gespendet und die Menschen in Ghana auch darin geschult, wie man die Corona-Maßnahmen einhält, damit das Virus nicht weiter verbreitet wird.